Schön, hast du deine Haare heute. Heute geht's ans Wäschewaschen. Bei 5 Menschen ist es natürlich sehr oft der Fall und ich bin sehr froh, dass ich unsere Campingwaschmaschine habe. Von One Concept mit Waschfunktion auf der Seite und Schleuderfunktion auf der Seite. Füllmenge ist ungefähr nasse Wäsche maximal 3 Kilo. Jetzt ist eher sehr wenig drinnen. Seewasser zum Waschen, das geht ganz gut. Das wird einfach aufgekocht im Wohnmobil, ungefähr 40 Grad bis 50 Grad, je nach Wäsche, und dann hineingeschüttet. Nachdem wir rein biologisches Waschpulver verwenden, ist es auch ganz bedenkenlos, gleich hier abzulassen, Abfluss. Dann stellt man einfach einen Kübel drunter und füllt es dann ins Klo oder in einen Kanister und entleert es dann bei der nächstmöglichen Gelegenheit. Ich verwende eben biologisches Waschpulver. Flüssiges ist besser bei der Waschmaschine, weil sich das schneller eben auflöst. Dann ein bisschen Sauerstoffbleiche. Ganz wenig, ganz wenig, weil eben bei 3 Kindern schmutzige Kleidung vorprogrammiert ist. Und der Jonas hat seinen Pyjama mit selbstgemachten Himbeermarmelade angepatzt. Und ich hoffe, dass dieser Fleck rausgeht. Michaela meint Heidelbeermarmelade. Entschuldigung, Heidelbeermarmelade. Stromanschluss ist wichtig. Und nachdem wir ja Photovoltaik haben, Andreas, geht das ganz gut. Auch beim Freistehen, wenn die Sonne scheint. Und dann schalte ich ein auf 15 Minuten. Und wie ihr hört, sie wäscht. Und ihr könnt es sehen. Das dauert jetzt ungefähr 15 Minuten. Das kann Mann, Frau nach Bedarf einstellen. Ah, schau, der Jonas hat die Bälle. Die ist halt bei den Flügen verletzt. Vielleicht ist sie gerade geschlüpft. Nein, ich habe sie in der großen Wasserhacke gefunden. Dann müssen die Flügel jetzt noch trocknen. Und ich sage zu den Kindern immer, die Libellen sind die Bewacher der Elfen. Genau, und der Seen, gell? Die Anschlussleistung sind 250 Watt für die Waschmaschine und 150 Watt für die Wäscheschleuder. Ja, nachdem die Wäsche dann gewaschen ist, kommt die Wäsche dann in die Schleuder hinein. Das ist die Schleuder da drinnen. Vorher schwemme ich sie mit ein bisschen Wasser noch aus und drücke es aus. Diesen Deckel drauf tun, weil das die Wäsche während dem Schleudern nach unten hält. Sonst würde das Ganze zu Unwucht werden. So, dann macht man dazu. Und dann können wir hier Spin Time bis zu 5 Minuten eben schleudern. Und ich bin ganz begeistert, weil sie schleudert sehr gut. Ist gerade etwas feucht nach diesen 5 Minuten. Heute, nachdem ein schönes Wetter ist, werde ich nur ungefähr 3 Minuten schleudern. Die Wäsche dann aufnehmen. Also sie ist schon etwas laut und bewegt sich. Deshalb ist dieser Deckel ganz, ganz wichtig, ihn drauf zu tun. Und hier unten ist der Schlauch, wo eben das Wasser, das Schleuderwasser abrinnen kann. Und da sieht man ganz gut, wie viel doch durch Schleudern runterrinnt.